Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus Jans Tourenbuch. Die heutige Tour ist sozusagen was Besonderes. Es ist die allererste Tour in Neuseeland, die ich gehe. Als Ziel habe ich mir dafür den Gipfel des Mount Thomas ausgesucht. Ich bin gestern in Christchurch angekommen, habe das Auto hinter mir übernommen und bin rund eine Stunde von Christchurch aus nach Nordwesten gefahren, Richtung Oxford. Und das heißt hier Wooded Gully Camp. Tja, ich habe mir ein bisschen eine Runde zusammengesucht. Und zwar gibt es hier drei Wege hoch Richtung Mount Thomas. Der erste ist der Summit Walk, Summit Trek. So ein bisschen der steilere. Und dann gibt es den Wooded Gully Track und den Ridge Track. Und den letzten will ich dann runtergehen und den Summit Track als Weg nach oben wählen. Ja, soweit der Einführung, der ausführlichen. Und los geht's. Erstmal die große Kamera ins Stativ im und am Rucksack verstaut. Und jetzt hier, wie es aussieht, die ganze Zeit im Wald Steilberg angehen. Das ist da keine großen Panoramen zu fotografieren gibt. Wieder auf Betriebstemperatur. Ich sehe gerade, dass es hier auch eine Art Fliegenpilz gibt, wie zu Hause. Interessant. So. Ich erst mal ein bisschen den Rhythmus aufnehmen nach der ganzen Fliegerei und ganzen Drumherum. Aber das Wetter sieht im Moment fantastisch aus. Das heißt komplett blauer Himmel. Was will man mehr? Das ist wieder schlecht für den Zeitraffer, aber es lässt sich verschmerzen, denke ich. So, dann ein bisschen weitermachen. Das letzte Schild. Den Hinweis ist jetzt noch anderthalb Stunden bis zum Gipfel von Mount Thomas sind und
wenn man den Weg hier anguckt, es geht ordentlich steil bergan. Auch schön wieder unterwegs zu sein. So, als ob das erste Stück Weg nur einen kleinen Vorgeschmack geben sollte auf den Anstieg, der hier folgt. Jetzt ist es gerade ordentlich steil. Mal einen Ausblick über die Landschaft. Große Ebene bis hinter zum Meer. Und hier die Berge der südlichen Alpen. Herrlich. Geschafft im Hintergrund. Das sollte der Mount Thomas sein.
einen falschen Abzweig genommen, den man nehmen kann. Und bin jetzt auf dem anderen Weg zurück zum Camp. Das ist, glaube ich, Wooden Track anstelle von dem Ridge Track. Ja, so ist es halt, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Jetzt komplett andere Vegetation hier. Haufen Moose und Flechten an den Bäumen. Auch interessant. Und weiter unten wäre ich dann wahrscheinlich auf den Bach stößen, der hier in dem Tal fließt. Insofern alles okay. So, habe ich mich getäuscht. Bin doch nicht auf dem verkehrten Weg. Weil hier geht jetzt der Wooded Gully Track ab. Und zum Ridge Track geht es jetzt da hoch. Weg hier durch den Bergwald, der hier über und über mit Mäusen und Flechten bewachsen ist. Es geht jetzt so ganz gemächlich langsam bergab, so wie man das gerne hat. Schöner Auftakt in Neuseeland. Weg wirklich verloren. Ging wahrscheinlich doch gerade runter durch die Ginsterfelder. Stolper ich seit geraumer Zeit hier durch den Wald bergab.
versucht mal Richtung dort, wo ich den anderen Weg vermute, durchzukommen, oder das totales dick ist. Ich hoffe, dass mich das hier weiter unten auch erwartet, dass ich noch irgendwie durchkomme zum Talgrund. Naja, mal sehen, wie das weitergeht. Hier ist es gerade ein bisschen freier. Also, es geht. Aber es ist nicht schön. Sieht so aus, als hätte ich den Weg wieder drin. Das ist auch noch ein Weg. Ah, sieht gut aus. Und zum Schluss dann in den Bachgrund runter gestiegen. Das ist nicht so einfach geworden, ein tiefer Einschnitt. Und kurz danach dann den Weg wieder gesehen. Das war ein bisschen mehr Abenteuer als erwartet und gewünscht für die erste Tour. Die letzte halbe Stunde zum Camp verlief dann ohne Zwischenfälle. Meine erste Wanderung in Neuseeland war geschafft. In der nächsten Episode aus Neuseeland bin ich für euch den Hooker Valley Trek im Mount Cook Nationalpark gegangen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Jans Turmbuch.